tanzen wir. Ja, leg mal kurz weg. Warte mal, was du tanzen sollst. Warte mal. Weiß ich nicht, von Fortnite bestimmt. Nein. Wieder. Twist. Ah, let's twist again. Nein, 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 nein. Oh. Ey, warum könnt ihr das so schnell? Wer bin ich? Ah, so. Ey, das ist ja voll schwer. Papa freut sich immer, wenn wir kommen. Ja. Kappa. Muss ich dir mal in mein Nasenloch gucken? Nee, das wollen sie nicht. Hier, sag mal, dass du den gebacken hast. Den habe ich gebacken und sie hat ja gerade nicht gesagt, dass ich ihn nicht will. Ciao. Hast du Kuchen gebacken, ja? Nee. Oh, stinken die Kiddies. Tun sie gar nicht. Mhm. Mama, dann nimm. Nein, die ist zu schön. Nee. Zeig mal, dir steht sie aber gut. Ja. Ich mir ein neues Haustier vorstellen. Das ist Garfield. Auch sehr zahm heute. Mama. Das sieht süß aus. Kann ich? Wenn so darfst du dann bei Halloween rufen. Tachchen. Hat man mein zaghaftes Tachchen gehört? Wenn nicht, dann nochmal Tachchen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Real. Real ist in meiner Nähe jetzt nur in Teltow. Das heißt, das ist schon Brandenburg bei uns. Und ja, da findet man eigentlich auf dem Gelände nicht nur Real, sondern auch die anderen Geschäfte. Stopp. 30. Nicht, dass ich das hier wieder vergesse, ne? Sowas wie Rossmann, dann dieses Schuhcenter und noch so weitere kleine Läden. Morgen bin ich mit Tahel verabredet. Da fahren wir dann zu dem Laden hin, der die Sachen vor dem Wegschmeißen rettet oder bewahrt. Deswegen werde ich heute nicht so viel kaufen, weil ich erstmal morgen dann gucke, was gibt's da, ist es für mich sinnvoll. Wenn es natürlich teurer ist als normal, dann wird es für mich morgen auch nur so das erstmalige Gucken. Man kauft eben Sachen, die nicht weggeschmissen werden, ne? Wobei ich das immer nicht verstehe, warum wird es nicht an die Obdachlosenheime gespendet. Das ist jetzt so eine Sache. Es kam nämlich heute Morgen so ein Beitrag darüber, über den Herrn. Ich wusste gar nicht, dass er so jung ist. Ist ein junger Unternehmer, der diese Idee hatte. Und er nimmt dann sozusagen die Waren an, die sonst im Müll landen würden. Ich weiß nicht, ob er die aufkauft. Ich denke schon, weil er macht ja damit auch wieder Geld. Auf eine gute und sinnvolle Art und Weise. Wie ich mitbekommen habe, werden die Dinger dann auch so getestet, ob die schlecht sind oder schimmelig oder so. Immer mal so ein paar Proben zwischendurch, klar. Aber warum? Ich meine, es gibt nicht viele Läden davon. Aber die Frage habe ich mich schon immer gestellt oder mir immer gestellt, warum darf man diese Sachen nicht an Obdachlosenheime geben oder irgendwo verteilen? Das ist mir schleierhaft. Ich weiß nicht, ob ich es verwechsel oder ob es da mal eine Regel gab, dass die Firmen das nicht dürfen oder die Läden, weil der Bestand da irgendwie gezählt wird. Ich habe keine Ahnung, aber wenn es eher in einer Tonne landet, habe ich es noch nie verstanden, warum es dann nicht. Und es sind teilweise wirklich sehr, sehr gute Sachen bei, wenn die dann abends oder am Wochenende für die Hälfte der Preise rausgeschmissen werden. Erlebe ich ja auch öfter, wo ich mir denke, was machen die jetzt übers Wochenende? Die heben sich ja nicht die Brote auf, ne? Und wenn man dann so in diesem Brotshop guckt, dann kann man schon erahnen, wie viele Brote weggeschmissen werden, wenn die über den Samstag eben nicht mehr wegkommen. Ja, ist so eine Sache, wäre natürlich echt schön, wenn andere daran auch Freude hätten. Aber nun ja, ich kann mir die Frage nicht beantworten, warum, wieso, weshalb. Es gibt so viele Fragen, wo man 45 Fragezeichen auf der Stirn hat. Und ja, zurück zum Thema. Ich werde heute nicht viel kaufen.
weil ich dann Angst habe, dass ich morgen in diesem Laden zuschlagen werde. Und das muss ja auch nicht sein. Also ich gehe nur mit Giselle einkaufen. Jolene ist noch fleißig. Ja, deswegen heute nur mit einem Kind unterwegs. Das ist eigentlich das Gute, wenn man mehrere Kinder hat. Man hat immer eins, auf was man zugreifen kann. Überleg schon die ganze Zeit, ob ich mir noch vier weitere anschaffe. Wenn man die nicht kriegen müsste. Also ich meine, entbinden müsste. Klar, Schmerz vergisst man, bla bla bla. Aber unbedingt jetzt ein paar Mal im Leben wiederholt haben, muss ich das auch nicht so. Also da wäre mir lieber, wenn man mir einfach so ein Kind vor die Tür packt, in so einem kleinen Körbchen. Ach scheiße, das ist ja... Jetzt habe ich mich voll verfahren. Jetzt haben die nämlich alles neu gemacht. Bin beinahe in die Einbahnstraße gefahren. Aber ich kriege ja sowas wenigstens noch mit. Ja, gucken muss man hier auch nicht, ne? Nö. Also hier ist die Chance höher, glaube ich, Leute zu überfahren als auf der Straße. Weil der Parkplatz, der ist so wirr, die laufen so unkonzentriert, genau wie ich fahre. Fahre ja auch nicht gerade konzentrierter. Taco. Na, Miranda kann's wieder. Miranda stellt sich wieder auf zwei Parkplätze. Soll natürlich auch nicht so sein. Über andere meckern und dann selber nicht besser machen, ne? Sieht aus, als ob ich aus dem Bett gefallen bin. Aber so fühle ich mich heute auch, komischerweise. So schlapp. Naja, so ein typischer Montag, ne? So, jetzt gehen wir erstmal rein. Warm aus. Hier ist mein Münzdingens. Genau. Das waren wirklich teilweise nur Centstücke, 2-Cent-Stücke, 5-Cent-Stücke. Oh, das scheint ein unechtes zu sein. Oh. Hm. Nee, den nimmt er nicht, warum auch immer. Also 11,51 €. Fertig. Ja, den 1 Cent hat er nicht genommen. Und jetzt wird mein Gutschein gedruckt und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schokolade kaufe für 1 €, kriege ich die restlichen 10 ausgezahlt. Das ist doch cool, ne? Muss man nicht mehr zur Sparkasse. So, für 11,51 €. Ja, da gibt es eine kleine Gebühr, die abgeht. Meine Brille sitzt schief. Hallo? Ah. Warum sitzt da meine Brille auf der Stirn? Hallo? Ich habe mich entschieden, den Haul hier weiter auszupacken oder den Einkauf, den Haul. Ja. Und ja, hier, willst du zeigen? Ich zeig nur die gesunden Sachen, du zeigst die ungesunden. Ja, wir haben mal Twix, finde ich ekelhaft. Was? Twix? Twix. Twix? Ja, irgendwie im Zehnerpack fand die Mutter witzig oder schön, keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast. Nein, wer ist die denn?
Die habe ich noch als Rider gegessen. Mhm. Einmal Gouda. So, hier kriegst du auch mal was. Meine Bananen, weil ich liebe Bananen. Pfefferbeißer, also Knacker. Mhm. 4,28 Euro. Und Osterwerbung. Wie viele sind's? 2, 4, 6, 11 oder so. Also nicht dolle. Dann hier, ich hol eigentlich, was heißt eigentlich, ich hol sonst nie so eine günstige Pizza. Aber, klingt jetzt ein bisschen eklig, wenn ich sage, aber die günstigen Pizzen schmecken echt. Nein, nein, eben, ja. Aber die schmecken in der Mikrowelle lecker. In der Mikrowelle? Was? Für den Ofen immer Dr. Oetker und so und Wagner. Und die... Doch, die schmecken voll lecker in der Mikrowelle. Die sind so schön lapprig. Also nicht knusprig. Hier, deine Errungenschaft. Dann Kaugummis, weil wenn ich die mal bei habe, bin ich in der Schule wieder richtig berühmt. Da ist eine Brotscheibe kaputt gegangen. Ja, Pech. Weil irgendein Schlaumeier das Brot ganz nach unten gepackt hat. Wer denn gut? Ganz normales Vollkornbrot. Wer hat denn den Typen vergessen? Nee. Okay, zweimal Landsalami für einen Sandwichmaker. Ganz normale. Dann zweimal Wurst, ich denke mal Hähnchenfilet oder ach, Putenbrustfilet mit Oregano, Cherrytomaten und Majoran. Und dann einmal Putenbrustfilet mit schwarzem Pfeffer. Das ist gesund. Ein Doppelpack Markenbutter. Das also noch. Tatsache, kann sein von mir, weil ich habe die Blöcke nicht mehr abbekommen. Also es war gut, dass ich zwei brauchte, aber in der Packung selber habe ich da keinen einzelnen Block gefunden gehabt. Naja, dann haben wir sie gleich so genommen. Das ist ja heutzutage auch schon Luxus, ne? Butter? Boah. Einmal Milch für meinen Kaffee meistens, immer, selten, oft. Oh. Hier dein Chemiekäse. Meiner, ne? Ja, du liebst den doch für Sandwich. Ja. Mhm. Also ich finde den nicht lecker. Geschmolzen vielleicht schon, aber auf Dauer. Okay, super. Dann darf ich ja meinen Lieblingskäse vorstellen, ne? Naja, deswegen schiebe ich ihn dir rüber. Also zweimal Schmelzkäse, aber in der Variante Toast, was auch sehr vielversprechend ist, ne? Dann Typ Allgäuer für einen Sandwichmaker. Mensch, die gesunden Sachen wolltest du machen? Ja, dann Snickers ist besser als Twix. Dann bleibt ja gar nichts mehr für mich, wenn du die. Backlust oder so, aber ich finde die nicht geil. Dann Buenos, die haben hier, also guck nicht hin. Einmal Röstis, das mache ich heute zu Rinderfilet. Zwei Friegel, also Sparpack. Aber ich esse nicht auf einmal. Ich bin aus der Bueno-Zeit raus. Wie teuer waren die zwei? 2,95. Dann gibt es heute zu diesen Röstis noch Minutensteaks. Ich liebe das beim Rinderfilet. Ja, das ist auch super. Weil man die wirklich nur kurz anbraten muss. Pfeffer und salzen und dann ist es ein schnell gemachtes Essen. Machst du den? Ich den. Dann einmal Fleischsalat. Klassisch. Ja. Und hier Rindfleischsalat. Also so wie Putzka. Putka? Wie heißt denn das? Pute. Nee. Putka? Putzka-Salat, gibt's das? Naja, auf jeden Fall hier so ein ungarische Art. Ja. War auch in der Werbung, aber war auch nicht viel günstiger, meines Erachtens nach. Hier. Toastbrot. Für einen Sandwichmaker. Oder für andere jegliche Sachen. Dann Twix White. Das sind übrigens Sticks. Also müssen wir. Und ich finde die lecker. Also zwischendurch, die muss man, bloß weil man eine Packung holt, heißt ja nicht, dass man sich die komplett wegkauen muss. Kann man ja schön einteilen. Dann einmal Miri, Knoblauch natürlich. Und dann ungarische Salami. Ungarische Salami ist lecker. Ja. Obwohl ich glaube, die Pick-up gibt es noch, die schmeckt ganz gut, aber es gibt eine Variante, die schmeckt. Sind Kekse. Pick-up sind Kekse. Heißt die ungarische Salami nicht auch Pick-up? Ich weiß nicht, ich kenne nur Pick-up als Keks-Dinger. Oder Picker? Pucker. Auf jeden Fall gibt es von hier
eine Sorte, die schmeckt nicht nach diesem schönen, man kann den nicht mal beschreiben, was es für ein Geschmack ist. Und ich habe bestimmt auch noch so eine Sorte getroffen. Die nach Fuß riecht. Oh nee, nach Fuß. So riechen die Salami-Steaks, wenn man die auch macht. Entschuldigung. Ja, Giselle war heute wieder ganz gesund unterwegs. Hier, bitteschön, stell mal ohne Gewissen vor. Warte mal, wer meinte zu mir, hol mal 3 Packungen? Ich oder du? Na, weil Jolien und Kilian dann bei dir sagen, na, oh, das bin ich auch. Ich hätte geteilt. Man muss ja immer für drei denken. 3 Salami-Sticks und 2 sind schon offen, weil da wohl... Hatte sie schon Hunger und halt in der Tiefkühltruhe. Weil es da wohl bei Real keine Rücksicht gibt. Weil es gab noch Jalapeno-Sticks, aber die wollte ich nicht, weil ich mir dachte, nö, ist wieder keiner. Waren die letzten, die so kaputt waren, ja? Ja, das waren. Und wir haben sie mitgenommen. Die ja, und dann hier nochmal so eine Mikrowellenpizza. Also nur von mir. Mir schmeckt die im Ofen nicht wirklich, obwohl, wenn man sie sich nochmal so ein bisschen auftunt, dann geht das, aber wie sie schon sagte, ich wollte nur Giselle hinterher schmeißen, Giselle schon sagte, die haben so einen Keksteig und es ist nicht so richtig italienisch irgendwie. Ach, ich find's geil. Also italienisch sind jetzt auch nicht Dr. Oetker Teige oder so, aber hier schmeckt eigentlich selten was nach Pizza. Nur die Variante in der Mikrowelle finde ich lecker und deswegen reicht mir da die günstige Variante. Wahrscheinlich, weil der Keksteig dann so schön lapprig wird. Für die meisten total eklig. Was tippst du mich denn so an? Die Pickedoll. Nein. Okay. Und dann haben wir nur noch Toilettenpapier gekauft. Ist im Bad. Genau, das ist schon im Bad. Da gehört es ja auch hin. Das war's jetzt noch? Ja. Tschüss. Morgen, wie gesagt, werde ich mich mit Tahel treffen und zum Verbraucherladen fahren. Oh. Kennst du den? Ja, da war ich schon mal. Echt? Ich hab da gut? Popcorn. Achso, da wo wir die Kartoffeln haben. Ja. Das ist geil. Das ist geil. Da habe ich Popcorn bekommen, diese Marken, also Markenpopcorn mit Erdnussbuttergeschmack. Und es war lecker, es hat 30 Cent gekostet, so eine Packung. Ich habe Angst, dass es da morgen eskaliert, wenn man mit Auto da ist. Tahel, die schrubbt bestimmt auch ihre Beutel voll. Obwohl, sie darf nicht so viel einpacken, weil sie fährt ja fürs Wochenende weg. Ach ja. Das heißt, naja, okay, ist nur ein Wochenende. Naja, ihr werdet ja das Ausmaß dann sehen. Wir vloggen auf jeden Fall, höchstwahrscheinlich. Ja. Guck mal, der Kasten. Siehst du jetzt auch immer gut bei. Und von daher denke ich mal, vloggen wir. Ja. Läuft das? Dann würde ich sagen, ja, unten diese Rack. Oh, das wäre furchtbar. Also ohne Bildschirm. Wie oft ich da aufgenommen habe und ich gesehen habe, dass nichts mehr läuft. Richtige Sprachtherapiestunde mit mir geführt. Hab mich gefreut. War voll das schöne Video. Zieh den... das Kabel da rein am PC, keine Dateien. Alter, also das kennt bestimmt jeder, wenn man so eine Missgeschicke schon hatte. Und ich glaube, jeder, der vloggt oder auch ein Hobbyfotograf oder Hobby-Videograf ist, Videograf, der hat bestimmt so eine Missgeschicke schon mal gehabt. Es ist wirklich ärgerlich. Tja, da sagt die Tür tschüss. Wir in diesem Sinne auch. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mich jetzt erstmal frisch machen. Tschüss, ich auch. Ist ja kein Zustand mehr mit uns hier. Hab mir einen. Du siehst schön aus. Naja, nee, aber danke. Und dein Butt ist so schön fett und meiner sieht voll Mikro aus. Meine dicke Haare sind nicht immer cool. Ne? Lacht sie mich selber aus. Ist doch gar nicht schlimm. Guck doch mal ihr Möwennest da oben. Mann, meine Haare sind komisch. Alles ist komisch. Du hast so schöne Haare. Aber wie machst du das denn? Aber mein einfach ein Butt gemacht. Das ist doch kein Dutt. Was ist denn da ein Topf? So eine zweite Haarperücke einfach auf dem Kopf. Aber mein Pony kann ich jetzt mittlerweile gut wegstecken. Nur ja, den kannst du gut wegstecken. Naja, sentiment, also mentalisch nicht so, aber... Nee? Nö, ich will meine alten Haare zurück. Und meine Strähnen, die waren auch ganz cool. Tja, Pech. Die wolltest du ja nicht mehr haben. Ich hab's dir gesagt. Aber ich hab jetzt... Lass dir eine hellen Haare. Aber die kommen jetzt nicht. Nee, ich will dunkler. Und außerdem bin ich noch ein Kind, ich muss experimentierreich sein. Aber was ich nie wieder mache, ist dieses grüne Haare-Ding. Boah, das war so schlimm. Hä, hey, du warst voll begeistert davon. Ja, wie ein Schimmel rumzulaufen, war ich total begeistert. Stimmt. Ey, in dem Video, du voll hast dich ein paar Vlogs danach richtig gefreut über deine Haarfarbe. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt tu mal nicht so, als ob das meine Schuld war. Hab ich auch nie gesagt. Nee, aber ich meine, du fandest es schön. Das war die Schuld von L'Oreal oder keine Ahnung, was war. Aber du fandest es schön. Am Anfang, ja. Ja, bloß als es nicht mehr rausging, fandest du es nicht mehr witzig. Da mussten meine Haare weg.
Jetzt sind sie aber wieder bis hier. Übertreib! Bis zum Oberschenkel sind ihre Haare nicht. Doch, klar. Quatsch. Nein, die sind ein bisschen. So, ja, genau. Sind wir fertig? Dankeschön für die Diskussion. Mach mal die Haare auf. Du hast bis zu deiner Leiste gezeigt. Bis hier. Ja, ach so, jetzt so ein Stück kürzer. Scheiße, jetzt habe ich meinen Dutt aufgemacht. Wegen dir. Trampeltier. Bam. Du bist ja böse, ich spiel jetzt bei. Nein. Nö. Die Lage ist ab. Mit so einem bösen Kind sitze ich nicht mehr vor der Kamera. Kannst alleine weitermachen. So. Ich muss jetzt meine Mikrowellenpizza wegmachen. Da sie endlich weg ist, können wir weitermachen, Freunde. Ach ja. Dann fangen wir an. Let's go. Kannst du deine Haare bitte nicht aufs Dings schütteln hier? Auf mir leise mal. Danke. Dass sie alle offen sind und aufgemacht werden. Nee, darum geht's nicht. Aber die Haare auf der Packung ist nicht so lecker. Wer hat denn die Rourette in den Tiefkühler gepackt? Ich esse die Dinger nicht. Wer war das? Entweder Jolien oder ja, Jolien. Entweder Jolien, ja, Jolien. Kilian ist zu faul. Ja. Okay, also. Ich habe vor kurzem meine Haare noch geschnitten. Ach so. Aber, nein, okay. Wenn dann. Wenn sie geglättet sind, sind sie länger. Okay. Meine wurden komischerweise auch immer kürzer. Nein, aber die sind schon bis hier. Bis ja, meiner, aber nicht bis zur Leiste. Bis zu meiner Titi. Bin ich so nicht so? Ich habe Titi gesagt. Zu meiner Brust. Das ist jetzt nochmal bis hier. Das in der Mitte oder beides zusammen? Seht ihr, die hatten den einen Tag für 1 Euro Lindschokolade. Bei Rewe. Ja, stimmt, da waren wir bei Rewe. Für 1 Euro. Oh, die ist echt lecker. Und nicht abgelaufen, Moment. Ich hasse meinen Arm. Die ist bis Januar 2019. Also klar, 1 Euro mag vielleicht jetzt für die meisten auch viel sein, aber dafür, dass es Lind ist. Na? Bitte euch, die ist gefüllt. Wollt ihr sehen, wie ich meinen Druck mache? Ja, so, würde mich mal sehr interessieren. Aber manchmal läuft es auch nicht so, deswegen muss ich meine Aggression mitmachen. Ja, so wie jetzt läuft es auch nicht gut. Hm. Entschuldigung. Na. Ja. Ist die Platte nach oben gegangen? Nee, ja, du machst den echt schön, aber wenn man dicke, viele Haare hat, dann kann man das ja auch machen. Ich habe dicke, aber nicht viele Haare. Doch. Nee, warte, wenn man viele Haare hat. Dann ist es automatisch dick. Ja, also habe ich viele Haare. Ja. Super. Nee, oder du hast eine dicke Haarstruktur, das kann auch noch sein. Finde ich nicht, meine Haare sind dünn. Ich habe eher feine Haare. Ich hätte gerne. Ein Foto auf den Kopf. Ich hätte gerne dünnere Haare. Ja, immer das, was man nicht hat. Wenn ich die hätte, hätte ich wahrscheinlich gerne dickere Haare. Soll denn Kakao im Kühlschrank? Ja, bitte. Kann man dich irgendwie eine Gesichtsoperation leisten? Kann dir eine Rinde schlagen. So komplett alles machen. Weil meine Augen gehen irgendwie nach unten. Ich weiß nicht, ob es an meiner Müdigkeit liegt. Kann man sich eigentlich Augenringe wegoperieren lassen? Nee, ne? Das sind ja Spritzen, glaube ich. Aber jetzt geht's ja los, Giselle. Nee, das war nur eine Frage. Ach so. Weil es gibt auch manche Spritzen oder Unterspritzen, die sich mit so einem Zeug. Hast du eigentlich auch zugegeben, dass du es gemacht hast? Nee, weil dann wäre es peinlich geworden, dass es nicht hilft. Schade. Was ist mit deinen Nägeln? Was? Was soll ich denn da zugeben? Wie hast du die eingepflanzt? Die habe ich selber eingepflanzt. Mhm. Passiert öfter mal. Einmal im Jahr, dann pflanzen sich meine Nägel immer ein. Wo ist dein Botox? Mein Botox ist schon abgebaut. Und bei dir? Spaß. Hatte ich noch. Nee? Nö. Warum lügst du? Hä? Guck doch mal deine Lippen an. Ich mach manchmal Lippenpeeling. Ja. Hilft mir. Ja, okay, tschüss. Mann, vorhin waren es noch 5 Minuten, als der Hall endet und jetzt sind 16 Minuten. Hast du 5 Minuten überbrückt? Naja. So. Naja. Ist wieder meine Schuld bestimmt, weil ich so viel rede. Immer bin ich schuld. Darf ich einen probieren? Probier mal. Schmeckt die nach Mais? Nee, das sind geschnittene Gurken. Nee, die Chips schmecken echt lecker, weil die schmecken echt nach Mais. Och, Giselle, nee, ey. Die riechen nach Popcorn. Die steckst du jetzt aber nicht im Mund. Krieg ich neue? Ja, aber bitte, ey, pack die nicht in die Tüte zurück. Mach die weg.
Giselle, entsorg die erst. Das ist doch doof. Die schmecken komisch. Das ist schlimmer wie ein Affe, ey. Ich hasse Affen. Ja, weil die riechen voll, obwohl ich rieche auch viel am Essen, aber doch nicht so. Stell mal vor, du willst wissen, wie ein Schnitzel riecht. Haust du das dann in die Löcher? Nö, aber das Tier. In was? Aber das Tier. Aber wird ein Schnitzel gemacht aus dem Stein? Kuh? Oder Rind? Hau ich mir meine Kuh in die Nase rein. Na, schon mal Fingernägel gehabt, ja? Meine sind abgebrochen wegen dir. Weil ich die Tüten immer wegen mir. Na, ich bin in allem schuld. Mann. Meine Mutter ist schuld. Das schmeckt auch nach. Ja, hättest du ja aufpassen können. Und ich hab die aus der Tüte gegessen, nicht die aus der Nase. Sind die Originalen, die schmecken echt lecker. Jetzt weiß ich auch, warum ich sie nicht esse. Naja, freue ich mich. Das ist deine Popelhüte? Ja. Habibchen. Nee, steh alleine auf und sag tschüss. Tschüss. Was denn? Läuft noch. Ich weiß. Ist ja dein Material, ich meine. Läuft gar nicht mehr, ne? Kannst ja dann allen von der Kooperation mit Fiji erzählen, ne? Ja. Hör auf, so einen Schwachsinn zu erzählen. Mach deine Popeldinger jetzt da weg, bitte. Dein Rücken so nicht mehr an meine Pickel ran, bitte. Mach aus. Tschüss. Zeig, dass es aus ist. Ja, okay. Pickel sind menschlich. Soll ich jetzt heulen? Tachchen. Heute geht's zum Laden der Nachhaltigkeit, ne? Da, wo Tahel immer hingeht, habe ich gesagt, oh komm, wir gehen heute mal da zusammen hin. Mal gucken, ich will ja auch da mal mitreden können, ob man da wirklich so sparen kann oder ob es eher so Bioprodukte betrifft. Wir haben es jetzt 8:30 Uhr, so sieht mein Gesicht auch aus.